Ja, grüße meine lieben WrestleManiacs da draußen. Heute mal zu etwas anderem, als ihr es von mir gewöhnt seid. Ja, nämlich meistens eher ruhig, sachlich zu bleiben. Meistens noch irgendwie aus dem Negativen noch was Positives rauszuziehen. Ich habe die Faxendicke und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, heute mal einfach frei von der Leber weg, mal so ein bisschen, einfach mal die WWE auf etwas andere Weise als etwas objektive oder in etwas objektiver Hinsicht zu kritisieren. Denn nach der letzten Raw-Ausgabe ist auch mir endlich mal der Kragen geplatzt. Willkommen zum ersten Two-Count-Rant, Two-Count-Rage. Ich habe noch keinen Plan, wie ich das Ganze nenne. Fakt ist, dass ich einfach so das nicht mehr akzeptiere, so wie das die WWE aktuell vor allem bei Raw veranstaltet. Man muss sich mal überlegen, betrachten wir doch mal diese wunderschöne Monday Night Raw Ausgabe. Es beginnt erstmal, dass General Manager Baron Corbin erstmal veranlasst, dass The Shield wegen eines simplen Run-Ins erstmal mit einem Security-Van rausgeführt wird. Seit wann gibt's das denn bitteschön? Oder dass sich auf einmal, keine Ahnung, 25 Heels gegen drei Faces verbünden. Heels, die zum Teil selber noch vor ein paar Wochen große Probleme miteinander hatten. Ich erinnere da zum Beispiel an Kevin Owens und Braun Strowman, die auf einmal teamen, als wäre nichts gewesen, obwohl Owens mit die größte Tracht Prügel seiner WWE-Karriere von Strowman bekommen hat. Er wird schon von der Leiter gefallen, vom Steel Cage gefallen, beim SummerSlam nochmal richtig schön gesquashed worden und auf einmal sind sie die besten Freunde, was das angeht. Na, jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist irgendwo Wrestling, ne? Heels helfen meist immer zusammen, aber es ist einfach kompletter Bullshit, wenn man sich einfach die letzten Wochen anguckt. Zumal ja Kevin Owens letzte Woche eigentlich seinen Dienst quittiert hat, aber dazu kommen wir später auch noch, ist auch eine interessante Geschichte. Ja, was haben wir noch? Die Raw-Ausgabe war eigentlich vom Wort Randomness sehr, sehr geprägt, denn wir hatten vollkommen random, out of nowhere, neue Raw-Tag-Team-Champions, die sich allerdings nicht Revival nannten, denn Dolph Ziggler und Drew McIntyre haben sich erstmal gedacht, hey, wir greifen mal die Herausforderung Nummer 1 an und das bestätigt ja automatisch, dass wir dann die Herausforderung Nummer 1 sind. Das war doch schon immer so. Wenn du die Herausforderer Nummer 1, also die Number One Content, ich will mich jetzt nicht wie Carsten Schäfer anhören, ne, Geld auf der Bank und so weiter, wisst Bescheid. Wenn man die Number One Contender verprügelt, dann wird man doch automatisch Number One Contender. Und da sagt doch keiner was dagegen, auch kein General Manager oder so, der zwar heel ist, aber trotzdem wäre es irgendwo logisch gewesen. Ne? Logik ist ja bei Raw aktuell nicht wirklich groß geschrieben. Und dann werden die einfach Raw Tag Team Champions und The Revival werden wieder links liegen gelassen, wo man doch endlich mal die Hoffnung gehabt hätte, hey, da könnte man endlich mal vielleicht sowas wie eine Tag Team Division aufbauen. Nein, natürlich nicht. Dolph Ziggler und Drew McIntyre sind jetzt Raw Tag Team Champions. Zwei Leute, die als Einzelwrestler noch eigentlich wesentlich besser funktionieren. Insbesondere Drew McIntyre, von dem ich mir eigentlich einen Singles Run gerne erhofft hätte. Aber jetzt gibt man denen wahrscheinlich die Titel, nur um sie noch ein wenig zu stärken, nur damit sie dann wahrscheinlich gegen The Shield früher oder später verlieren werden. Ja, wovon kommen wir dann zum nächsten? Ah ja, genau, nächster Punkt. Der Geld auf der Bank wollte ich schon wieder sagen. Der Cash-In von Braun Strowman. Alleine schon, dass er in den letzten Wochen ja vermeintlich Heel geturnt ist und dass man ihn Heel turnen wollte. Er gleichzeitig aber auf Face macht, indem er dann den Koffer offiziell eincasht für ein offizielles Match beim Pay-Per-View und dann allerdings Chancen auslässt, wo er dann wirklich hätte eincashen können. Da passt hinten und vorne nichts zu seinem Charakter zusammen, weil die WWE es wieder mal auf Biegen und Brechen versuchen will und ich habe die Schnauze voll, Roman Reigns over zu kriegen. Und das schädigt Roman Reigns immer noch mehr als dass es, Entschuldigung, das schädigt das Shield im Endeffekt mehr als dass es Reigns hilft. Denn wenn du dir damals Raw After SummerSlam angeguckt hast, die Brooklyn Crowd, die war nicht nur begeistert, dass sich das Shield wieder zusammengeführt hat. Ja, moin, das ist das Handy. Das muss gecuttet werden. So, da bin ich wieder. Ja, Telefon, Handy, Smartphone, wie die coolen Kids heute sagen, ist ausgeschaltet. Ja, Braun Strowman, ne, wird im Prinzip jetzt auch dazu benutzt, oder sein vermeintlicher Heel-Run, um Reigns overzukriegen, beziehungsweise wird The Shield quasi dazu benutzt. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber The Shield geht mir in dieser Konstellation, mit diesem Background, auf den Sack.
Und ich habe den Shield früher gefeiert, als sie debütiert sind. Das war endlich mal was Neues, wo einfach ein bisschen mehr Dynamik in die Shows kommt. Und jetzt wird der Name des Shield einfach nur, wie es auch letztes Jahr schon probiert wurde, bis er dann mehrere unglückliche Faktoren zusammenkam, dass der Name des Shield einfach nur dazu benutzt wird, um Reigns einfach wieder over zu bekommen. Und das ist nicht der falsche Weg, liebe WWE. Damit zerstört ihr langfristig gesehen das ganze Stable. Ambrose ist nach seinem Return, sein Momentum ist komplett wieder futsch, weil er eben in dieser Shield-Bedeutungslosigkeit, muss man fast schon sagen, rumdümpelt. Und irgendwie die ganze Raw-Ausgabe spiegelt auch das Hell in a Cell-Poster wieder. Habt ihr schon gesehen? Wenn nicht, dann guckt es euch auf jeden Fall mal an. Das ist, wenn das auf, für einen komödiantischen Aspekt gedacht war, dann ist es ziemlich witzig. Ansonsten nicht wirklich ernst zu nehmen. Ja. Was gab's denn sonst noch so Schönes? Ja, genau, Bobby Roode und Chad Gable sind jetzt ein Tag-Team. Warum auch immer. Da dachte ich mir auch so, what the fuck? Den größten What the fuck-Moment hatte ich aber, als auf einmal AOP rauskam, die anscheinend nur mehr AOP heißt, nicht mehr Office of Pain, wahrscheinlich war Vince McMahon dann einmal wieder zu lang. Als AOP rauskam, auf einmal kam da ein um 3 Köpfe kleinerer Brite namens Drake Maverick raus. In AOP-Gear. What the fuck? Also, ich kann mir nicht böse verstehen. Ich kann mir schon vorstellen, früher oder später, dass das vielleicht mit Maverick sogar irgendwie funktioniert. Alex, ist es auf so vielen Ebenen wieder irgendwo unlogisch. Stellen wir 2-5 Live ist a Face. Jetzt ist er bei Raw anscheinend ein Heel General Manager. Dazu die lächerliche AOP-Weste. Ich hoffe, dass er die einfach wieder gegen einer seiner Anzüge austauscht. Also bei Raw lief da so unglaublich viel falsch, das ist unglaublich. Und wenn es da mal gute Matches gibt, dann sind es meistens eh die von Seth Rollins, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist derjenige, der Raw-Match technisch schon seit eigentlich das ganze Jahr über carried. Und während SmackDown seit dem Jahresbeginn und vor allem seit Mania wieder Stück für Stück eigentlich bergauf geht, ist es bei Raw einfach fast jede Woche schlimmer. Das hast du die Woche so gemerkt und es ist einfach so schade, dass du mit diesem Roster einfach so wenig machst und es ist einfach der größte Bullshit. Entschuldigung. Alleine bei Kevin Owens, letzte Woche noch in Montreal, in seiner Heimatstadt gesagt, acquitted. Man hat gemunkelt, oh, gibt's ein neues Gimmick, eine neue Rolle, Faceturn, wie lange setzt er aus? Nö, er kommt nächste Woche wieder und macht genauso weiter mit Bobby Lashley, der in einem fucking Jinder Mahal Shanti-Segment verbraten wurde. Muss ich dazu irgend noch was sagen? Also Bobby Lashley kam mit eigentlich großem Impact zurück, no pun intended an dieser Stelle. Nach 2 Wochen eigentlich nur mehr mit Kader, weil er eigentlich komplett useless eingesetzt wurde, dann darf er Roman Reigns sogar besiegen, ja, sprich vielleicht sogar um den Universal Title von Brock Lesnar anzutreten, und dann im Endeffekt eh wieder nur in einem Mid-Card Comedy Fede Fights zu werden. Das ist Raw, Leute, das ist Raw. Und seien wir uns mal ganz ehrlich, wenn das ganze Jahr noch so weitergeht, ich gucke nicht umsonst nur mehr die Raw Highlights auf diversen Videoplattformen, ich sag's mir ehrlich. Ich vergeude doch nicht 3 Stunden meiner Zeit für dieses Scheißprodukt, sind wir uns jetzt mal ehrlich. Also, wenn ihr Raw gefeiert habt, ist es vollkommen okay, wenn ihr sagt, hey, ja, euch hat die Raw-Episode gefallen, dann more power to you. Ne? Habt ihr ein Produkt, das ihr enjoyen könnt? Warum auch nicht? Aber ich bin die Scheiße satt und ich bin sicher, dass das viele, viele andere auch so sehen werden. Ja, soviel zu dem Thema mal, zu dieser Rubrik. Ich werde das meistens irgendwie random mal einstrennen, wenn ich wirklich mal ein Thema habe, über das ich gerne reden oder auch ranten will und wo ich mich einfach nicht so zurückhalten lassen kann, denn ich glaube, vielen geht es ähnlich, auch mit dem aktuellen Raw-Produkt. Und ich wollte das einfach mal loswerden, auf diese Art und Weise. Nicht immer nur auf die politisch korrekte Art, sondern ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Die Raw ist einfach scheiße. Es gibt kaum, wirklich kaum Positives, während du bei SmackDown eigentlich ziemlich viel Positives aktuell hast. Ne? Zum Beispiel Nummer 1 Fehde, Becky gegen Charlotte. Das ist so Main-Roster-technisch das Beste an Fehde, was man dieses Jahr fast hatte. Da hat man aus der Not, nämlich Becky Heel zu turnen, eine Tugend gemacht und sie einfach und lässt sie einfach machen und das kommt sehr gut an. Und SmackDown ist generell aktuell nicht so schlecht. Stimmt, das hatte ich ja ganz vergessen. Du hattest ja noch bei Roddy Bella Rückkehr. Ach ja, da habe ich gleich abgeschaltet, als ich das gesehen habe. Ich wollte es mir nämlich angucken, ja. Und habe da gesehen, Shield wird abgeführt, Laune schon im Keller wegen der Unlogik und dann kommt noch
Bella Return. Das sind die zwei, die zwei Wrestler, die am wenigsten könnten, sich am meisten ins Rampenlicht drücken, nur weil sie größere Wrestler, ne? Ich rede nicht zwangsweise von Brie Bella, die wirkt mir doch dann eher noch ein bisschen sympathischer als wie die andere Kollegin, ne? Aber da darf das jeder für sich selbst entscheiden, wie er das sehen möchte. Ja, Brie Bella natürlich dann mit zwei Super Suicide Dives, ne, muss man schon sagen. Der Ringrost ist noch ein bisschen da. Also da an so vielen Ecken lief da so viel schief und bin mal gespannt. Also ich weiß, ich habe es wieder gesehen, ich weiß, warum ich die Highlights gucke von Raw. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es mal in die Kommentare. Seht ihr das nicht ganz so kritisch und sagst, hey, oder sagt ihr, hey, es ist gar nicht so schlimm, ich gucke es mir nicht ganz gern an, oder seid ihr vielleicht noch mehr pisst als ich? Kann ja durchaus sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Und das war's vom ersten Two Count Rage, whatever, keine Ahnung. Ihr werdet es an dem Titel lesen. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und natürlich eure Meinung gerne in die Kommentare gesehen. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Peace.